Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne die Goodie Box und die Goodie Box Crush für den Monat April vorstellen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe euch die Goodie Box für den Monat April hochgeladen. Jedenfalls dachte ich, dass es die reguläre Abo-Box wäre. Das ist nämlich die, die ich in Kooperation zugeschickt bekommen habe. Kann ich dir im i verlinken? Das ist nämlich die Welcome-Box. Das heißt, solltest du ein neues Abo für die Goodie Box abschließen, bekommst du als erste Box die Welcome-Box und nicht die reguläre Abo-Box. Und mir haben auch super viele unter das Video geschrieben, dass die den Inhalt ziemlich gefeiert haben. Also, falls ihr die Box neu abonnieren möchtet, habt ihr scheinbar dann auch eine ziemlich coole Box zu erwarten. Das ist aber die Mai-Box, also quasi die Box, die ihr bekommt, wenn ihr im Mai abonniert. Und ich habe jetzt auch die Goodie-Box selber und die Goodie-Box Crush für den Monat April auch sehr, sehr spät im April bekommen. Alles sehr verwirrend. Auf jeden Fall, ja, schauen wir jetzt einfach mal rein, okay? Ich bin selber total verwirrt gewesen. Ja, die beiden habe ich selber im Abo. Das habe ich auch anhand der Sendungsverfolgung gesehen, dass das hier beides auch meine Boxen sind. Ne? Bei der Goodie Box Crush sowieso, das ist die kleine, wo halt nur Make-up-Produkte drin sind. Ich glaube, 4 Stück sind da immer drin oder 4 bis 6 oder so. Die kostet für Abonnenten 14,95 und für Nicht-Abonnenten 19,95. Ich meine aber auch, dass man so eine Energiezuschlagsgeschichte zahlen muss, auf jeden Fall bei der Goodiebox selber. Leichte Verwirrung, ihr wisst Bescheid. Ne? Die Goodiebox Crush erscheint nicht monatlich, sondern vierteljährlich. Also ist es jetzt im Juli, im April und noch 2 Monate. Ich habe das nicht im Schirm, Leute. Ich habe die schon Ewigkeiten nicht mehr selber im Abo gehabt. Deswegen habe ich das gar nicht so... Januar, April, Juli und Oktober, genau. Und genau, 1,63 € sind Energiezuschlagsgeschichte, wahrscheinlich einfach, weil die Energiepreise jetzt so stark gestiegen sind. Auf jeden Fall starten wir jetzt mal mit der Crush, denn die finde ich auch immer ganz niedlich, The Crush One. Und meine wurde gepackt von Stefan. Wir haben hier so eine kleine Schublade, das finde ich ganz süß. Ich meine, April ist natürlich so Frühling, ne? Der Sommer kommt irgendwie und wir möchten uns da ein bisschen drauf vorbereiten. Und ja, erstmal darf aber der Frühling an. Es gibt, glaube ich, gar kein Heftchen zu der Goodie Box Crush. Naja, okay, also, dann schauen wir einfach mal rein. Auf jeden Fall sehr schön frühlingshaft mit einem grünen Seidenpapier. Und dann haben wir hier einmal die Produkte drin enthalten. Da starte ich, also auf den ersten Blick kenne ich, glaube ich, die ganzen Produkte schon, mit einem Produkt von hier Lottie London AM2PM Retractable Eyeliner. Habe ich, glaube ich, hier in, ja, Espresso. Das ist ein schöner Braunton. Ja, es ist halt ein Kajal im Prinzip. Ne? Bei mir sind diese Gel-Eyeliner nicht so genial, weil die halt abstempeln auf mein leichtes Schlupflid. Also ich wurde ja darüber informiert, dass ich nicht ein Schlupflid habe, sondern ein leichtes Schlupflid. Okay. Ist auch noch original verpackt, der wird auf jeden Fall verlost werden. Ich hatte den auch schon das ein oder andere Mal da, das ist auf jeden Fall ein alter Bekannter. Also, ja, ne? Da macht Wiedersehen nicht unbedingt Freude, wenn man sich schon mal gesehen hat. Den habe ich, glaube ich, auch da. 122 ist das von Nire, der Highlighter-Pinsel, der wirklich toll ist. Ich mag auch sehr, sehr gerne die Nire-Pinsel, aber auch den habe ich schon da. Genauso geht es mir hier mit dem Produkt von Real Her I Am Strong Definer Brow Pencil. Sicherlich eine wunderschöne Geschichte. Ich frage mich nur, wie sollen die wissen, welche Augenbrauenfarbe ich habe? Oder ist das ein Universalton? Den habe ich aber eigentlich auch schon. Ne? Das hat halt auf der einen Seite ein Spoolie, auf der anderen Seite einen herausdrehbaren Stift, der auch farblich gar nicht mal so verkehrt aussieht. Aber... doppelt braucht man den dann erstmal nicht, weil so gut fand ich den jetzt nicht, dass ich sagen würde, ich brauche da unbedingt ein Backup von. Und das letzte Produkt ist von Comme des, ein Lippenöl Tint and Protect. Per se ganz schön, weil Lippenöle auch immer gehen, finde ich. Und das ist halt so eine coole Geschichte, so ein Zwischending zwischen Lippenpflege und Lipgloss. Ne? Also ich bin auch ein glossy Mädchen, ich habe auch heute ein Lipgloss drauf. Aber ja, okay, gebe ich mir dann quasi zu meinen Lippen. Ich glaube, den habe ich sogar noch im Backup. Also leider hat mich jetzt die Goodie Box Crush Variante, raschel, raschel, alles Müll, nicht ganz so überzeugt, weil ich die Produkte alle irgendwie schon mal hatte. Und jetzt schaue ich mal mit euch zusammen in die Goodie Box von April rein. In einem formschönen Braun kommt sie daher. Ich habe kein Heftchen hier drin.
So schaut es dann aus. Und da habe ich zuallererst den Bronzer drin enthalten, den ich zum einen schon mal drin hatte und jetzt ja auch nochmal in der Welcome Box drin hatte. Es ist ein relativ schönes Produkt, wo ich aber sagen muss, da muss man ein bisschen mit vorsichtig umgehen, ne? Ich glaube, man ist hier recht lose drin. Oha. Hä? Oh je. Ja, der ist so auch aus dem Fännchen gefallen. Das sieht halt so ein bisschen zerstört gerade aus, ne? Mann! Ich möchte, dass ich das mag. Das ist immer so schade, wenn es halt nicht so funktioniert. Dann habe ich hier eine Handcreme von Zago Perfume. Pink Molecule 090. Ja. Zago Perfume. Oh, das schießt hier schon direkt raus. Kann ich dann auch direkt mir mal was aufgeben? Oh, hab's hier direkt versaut. Oh. Ich finde das nicht cool. Okay. Ja. Riecht angenehm. Also leicht blumig. Fühlt sich ganz angenehm auf den Händen an. Mal schauen, wie schnell die dann auch einzieht. Das ist, ja, halt eine schöne Konsistenz, muss ich sagen. Ne? Also das mag ich gerne bei Handcremes, wenn die so, so ein Zwischending zwischen Creme und Lotion sind. Das war jetzt ja auch nicht ganz so dick, aber auch nicht so dünn. Oh, das zieht aber wirklich schnell ein. Ist jetzt eingezogen. Cool. Ne, das ist eine gute Handcreme. Die lege ich mir auch zur Seite und kann ich hier öfters mal meine Hände eincremen. Dann hat Goodiebox hier ein Face Mist. Also die haben scheinbar auch eine eigene Marke jetzt rausgebracht. Hatten die ja vorher nicht. Cotton Cloud. Ich weiß nicht, ob man das dann als mit Milchsäure, auch interessant, ne? Ob man das dann als Toner verwendet? Wahrscheinlich, oder? 150 Milliliter sind da drin. Ach guck, und da gäbe es auch drei verschiedene Möglichkeiten mittlerweile. Einmal The Cute One, das ist eine Monatsbox, die 17,95 Euro kostet. Das wusste ich gar nicht, dass die unterschiedliche Aboformen haben. Dann hast du 55 Euro Wert. Ich habe The Classic One, das ist eine Monatsbox mit 70 Euro Mindestwert und 19,95 Euro, was sie kostet. Aber auch hier 1,63 Euro Energiepauschale. Ne? Und The Luxe One, das wäre eine vierteljährliche Box. Und dafür bezahlt man 54,95 Euro und da hat man 165 Euro Wert drin. Ich glaube, das ist neu. Finde ich interessant. Dann habe ich hier als nächstes Produkt von Maria Nila, ein Schimmerspray. Spray Brilliance Hold. Achso, das ist für die Haare wahrscheinlich dann, ne? 100 Milliliter kann man machen. Also ich bin da nicht so Fan von, weil ich einfach gerade bei Haaren, wenn ich die dann offen habe, dann habe ich meinen ganzen Körper glitzerig und das finde ich dann eigentlich nicht so schön. Und das letzte Produkt, Lavish Care Rescue Me, die Nourishing Hair Mask mit Vitamin E, Keratin und so. 100 Milliliter sind hier drin und die hatten wir auch schon öfters mal in der Goodiebox drin enthalten. Habe ich aber noch gar nicht ausprobiert, aber Lavish Care ist eine Marke, die ich gerne mag. Die haben auch schon so Leave-In Sprays gehabt, die ich gerne verwende. Habe. Ja, also das ist eine schöne Box, aber ich muss sagen, tatsächlich das, was ich auch in den Kommentaren unter meinem anderen Unboxing gelesen habe, die Welcome Box ist deutlich cooler. Also ja, mich hauen die Produkte jetzt nicht so ultimativ vom Hocker, ne? Ich finde das mit dem Bronzer ein bisschen schade, dass das da aus dem Fännchen raus oder aus der Packung rausgebrochen ist und so ein bisschen halt auch sich drin verteilt hat. Die Handcreme finde ich super, Haarpflege finde ich klasse, interessantes Produkt mit dem mit der Eigenmarke von Goodiebox. Und gut, das mit dem Glitzerhaargedönsen ist jetzt nicht ganz so meine Welt. Und die Goodiebox Crush war dann auch leider nicht so meine Welt. Der April war dann leider nicht so bombastisch. Also das geht besser. Bin ich gespannt, was dann nächsten Monat so bei mir eintrifft. Das ist dann nämlich mein Geburtstagsmonat und das wird dann wahrscheinlich im Juni erst online gehen, das Unboxing. Es ist und bleibt verwirrend, Leute. Ich hoffe, da kommt wieder irgendwie so ein bisschen eine klare Linie rein. Mal gucken, wir müssen uns ja noch so ein bisschen eingrooven wieder. Ja, schreibt mir aber gerne mal eure Meinung zu der Goodiebox Crush aus April und zu der Goodiebox selbst im April in die Kommentare rein. Und falls ihr Bock auf die Box haben solltet, wie gesagt, gerne in der Infobox vorbeischauen. Da habe ich euch das Video zu der Welcome Box auch einfach mal verlinkt. Da seht ihr auch den Inhalt und ja. Das war's. Wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!